Dorothea Schupelius ist für uns im Deutschen Bundestag. Dorothea, also verrechnet hat sich da der Kollege Heil um satte 10 Milliarden Euro. Wie kann das denn bitte sein? Die einen sagen verrechnet, die anderen sagen vielleicht sogar vertuscht. Die Frage ist aber, wie konnte das passieren und vor allen Dingen, wie soll dieses erneute Loch dann gestopft werden? Friedrich Merz, den haben wir ja gerade schon gehört. Und bei der CDU, da möchte ich jetzt aber noch mal genauer nachhaken, und zwar bei Julia Klöckner von der CDU. Wir stehen hier auf der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Frau Klöckner. Sehr herzlich. Friedrich Merz, Ihr Vorsitzender, hat gerade schon darüber gesprochen. Jetzt ist es ja belegt, es fehlt Geld beim Bürgergeld. 36 Milliarden wurden angekündigt. Es werden aber 45 Milliarden, sogar ein bisschen mehr, gebraucht. Das heißt, es fehlen knapp unter 10 Milliarden. Wie konnte das passieren? Ja, das muss man den zuständigen Minister fragen. Also sich um rund 10 Milliarden Euro zu verrechnen, also das kann kein Zufall sein. Und wir haben ja gesehen, dass der Bundesrechnungshof bereits frühzeitig darauf hingewiesen hat, dass die Zahlen von Herrn Heil nicht stimmen können. Wir haben den Eindruck, dass hier eher vertuscht werden sollte, denn die Kosten explodieren beim Bürgergeld und Herr Heil bekommt weder den Haushalt noch das Bürgergeld in den Griff. Und dass es just dann öffentlich wird, zu einem Zeitpunkt, wo klar wird, dass die 10 Milliarden Euro für Intel zum Beispiel nicht gebraucht werden und das jetzt zusammenfällt, das ist vielleicht kein Zufall. Der Präsident der Steuerzahler, Herr Holznagel, der hat gesagt, das Bürgergeld sei von Anfang an zu niedrig angesetzt worden. Das hätte man direkt wahrgenommen und der Haushalt stünde allgemein auf wackeligen Füßen verfassungsrechtlich. Die CDU hat schon einmal geklagt beim Thema Haushalt und schon einmal Recht behalten. Am Ende könnte das bei diesem Haushalt, die Streitigkeiten gehen ja jetzt auch schon länger, auch wieder passieren. Wird darüber bei Ihnen in der Partei gesprochen? Wir schauen uns in der Fraktion jetzt den Haushalt an. Die Beratungen laufen ja jetzt. Der Haushalt ist eingebracht worden. Jetzt ist das Parlament dran. Wir schauen uns diese Positionen ganz genau an. Und Herr Holznagel hat absolut recht, wackelige Füße. Dieser Haushalt geht von der Annahme aus, dass rund 600.000 Bürgergeldempfänger weniger da seien. Also das heißt auf eine mittelfristige Sicht. Und es ist aber genau das Gegenteil der aktuellen Entwicklung. Insofern ist diese Annahme schon nicht seriös. Und dann fehlen fast 10 Milliarden Euro. Und das Ganze ist wirklich ein Wechselschein auf die Zukunft, ohne sich selbst ehrlich zu machen. Wir schauen uns das ganz genau an. Wir wollen aber auch wissen, ob hier nicht das Parlament, ob hier nicht der Haushaltsgesetzgeber richtig hinters Licht geführt werden sollte. Und aus dem Grund möchte ich da noch kein abschließendes Urteil eben auch fällen. Sie kritisieren die Ampelkoalition viel und oft. Sie sind in der CDU in der Rolle der Opposition. Das ist auch Ihre Aufgabe. Aber was konkret, nehmen wir jetzt mal Bezug aufs Bürgergeld, muss die Ampel anders machen? Würden Sie in Regierungsverantwortung nicht so machen wie die Ampel, ganz konkret? Ja, ganz konkret haben wir einen Vorschlag vorgelegt. Wir werden das Bürgergeld, sollte der Wähler uns beauftragen mit der Regierungsbildung, werden wir das Bürgergeld, so wie es es jetzt gibt, werden wir abschaffen. Allein der Name ist schon falsch. Er suggeriert, als gäbe es einen allgemeinen Anspruch. Wenn kein Bürger arbeitet und sich bewegt, wird es auch kein Geld geben, das man verteilt. Erster Punkt. Das wird eine neue Art von Grundsicherung sein, wo klarer wird, dass derjenige, der arbeiten kann, der muss nicht arbeiten, aber dann muss auch kein anderer für ihn zahlen, um es kurz zu sagen, ihn oder sie. Also wer arbeiten kann und nicht arbeiten will, kann nicht davon ausgehen, dass dieses Lebensmodell von anderen finanziert wird, zwangsweise finanziert wird. Und insofern wird das Thema Sanktionen auch stärker eine Rolle spielen, denn diese soziale Unterstützung soll eine Unterstützung sein, wenn jemand selbst nicht kann. Und das kann immer mal der Fall sein. Menschen werden entlassen, haben Brüche in der Biografie, wo es auch schwieriger ist, wo es vielleicht auch psychisch schwieriger ist, wieder in einen Job reinzukommen. Für diese Fälle ist diese soziale Hilfe gedacht, aber nicht für Leute, die sagen, mein Work-Life-Balance ist eigentlich ganz gut durch andere finanzierbar, die richtig schuften. Jetzt haben wir viel über das Bürgergeld gesprochen, mit der Bitte um kurze Antwort, eine letzte Frage zur allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Es hat ja auch einen Autogipfel gegeben gestern, der auch zu tun hat. Wir haben es mitgekriegt mit VW und Co. mit der wirtschaftlichen Situation. Was sind denn Ihre Hauptkritikpunkte auch in diesem Sinne an der Ampel, vielleicht auch an Robert Habeck? Wir haben nicht nur eine Automobilkrise oder Autoindustriekrise, wir haben eine
Standort, eine Wirtschaftskrise. Das heißt, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Zu hohe Lohnnebenkosten, die sind nicht mehr gedeckelt unter dieser Regierung. Wir haben eine zu hohe Steuerquote, die uns zurückwirft im Vergleich zu anderen, unflexible Arbeitszeiten. Wir brauchen ein Belastungsmoratorium und nicht immer mehr neue Dokumentationen und Regulierungen und realistische Klimaziele, die mit der Physik und mit dem Rechnen auch übereinkommen. Und das sind Punkte, weil Sie um eine kurze Antwort gebeten haben. Das ist ein Sofortprogramm für die Wirtschaft, ein Entfesselungspaket. Und das werden wir auch am Freitag auf unsere Initiative hin diskutieren im Deutschen Bundestag. Vielen Dank, Frau Klöckner. Von Seiten der CDU und CSU ist heute öfter das Wort Tricksen und das Wort Täuschen in den Mund genommen worden, wenn es um diese Lücke beim Bürgergeld geht. Das heißt, ob beim reinen Verrechnen, das glaubt die CDU nicht so richtig. Hier glaubt man eben ans Tricksen und Täuschen und ans Hinter-das-Licht-Fühlen der Führen der Bevölkerung. Die SPD, der Arbeitsminister, der muss selber noch auf diese Anschuldigung reagieren. Da sind wir sehr gespannt. Dorothea, danke schön in den Deutschen Bundestag auch für das spannende Interview mit Frau Klöckner.